In diesem Videofilm zeige ich euch die kostenlose Hafenrundfahrt in Malta, die ihr bekommt, wenn ihr das Hop-on-Hop-off-Ticket gebucht habt. Die Abfahrt ist direkt am Hafen von Sliman und von dort aus fahrt ihr dann durch beide Hafen. Wenn ihr nicht genau wisst, wo ihr hin müsst, das sagen euch die Leute und geht hier einfach aufs Schiff. Ich lasse euch jetzt einfach mit den Eindrücken dieser Hafenrundfahrt mal eine. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Im Namen unseres Kapitäns Antonio und seiner Besatzung heiße ich Sie an Bord dieses Schiffes, das auf den Namen Europa 2 getauft ist, ganz herzlich willkommen. Mein Name ist Tony und ich werde für diese Hafenrundfahrt Ihre Reiseleitung sein. Wie Sie sicherlich wissen, werden wir die drei wichtigsten Hafen Maltas besichtigen, nämlich den Massasmith-Hafen und die großen Hafen. Toilette und eine Bar befinden sich am unteren Deck. Im Falle eines Notfalls bewahren Sie bitte die Ruhe und bleiben Sie dort, wo Sie sich gerade befinden. Rettungsweste befinden sich auf dem oberen Deck in den weißen Boxen an beiden Seiten und an der Rückseite des Ruderhauses auf dem unteren Deck befinden sich die Rettungswesten in den letzten übenden Fenstern. Rechts von uns können Sie die Manuel-Insel sehen, die früher auch als Bischofsinsel bekannt war. Die Insel verdankt ihren Namen dem portugiesischen Großmeister Manuel de Vilhena, die für ihre Befestigung verantwortlich war. Heute ist die Insel durch eine kleine Steinbrücke mit dem Festland verbunden und dieses befindet sich in Uxida. Es hat Oster auch nach Europa gebracht und Malta war hier leider keine Ausnahme. Als die Ritter nach Malta kamen, ließ Großmeister Las Caras im Jahre 1643 ein Isolationskrankenhaus auf den Manuel-Insel bauen, das auch unter dem Namen Lazaretto bekannt ist. Das war das erste Krankenhaus seiner Art im Mittelmeerraum. Sie können es jetzt auf Ihrer rechten Seite sehen, das ist das Gebäude mit den hohen Bögen. Straight ahead of us, we are cruising by Lazaretto Creek, which got its name from the Isolation Hospital. Here you can see the old yacht marina, which can accommodate around 350 yachts. Deep in the creek, you can see the town of Uxida. Uxida is the Maltese word for island, and the city has obviously taken its name from another island in front of it. Genau vor uns fahren wir jetzt an den Lanzarote-Boot vorbei. Dieser hat ihren Namen dem Krankenhaus zu verdanken. Hier befindet sich auch den alten Jachtraum, in dem 350 Yachten aufgenommen werden können. Tief in der Bucht können Sie die Stadt namens Uxida sehen. Uxida bedeutet Insel und die Stadt hat ihren Namen offensichtlich dem Manuel-Insel zu verdanken, der genau vor ihr liegt. Gleich rechts von uns befindet sich den Uxida-Bucht. Uxida kommt von dem maltesischen Wort Uxida und bedeutet Vissersdorf. Hier befindet sich auch die Fortsetzung des Yachthafens, in dem 600 Yachten aufgenommen werden können. Gleich an ihrer linken Seite den letzte und kleinste Bucht des Massasmith-Hafens und das ist Pieta. Gehören zum unteren Barackengarten.
Die bevindt zich aan dekbal dat ze Alexander Bal gewidmet is. Dit bal die ze maar afstand kreeg in Franse golven had. Dat is dekbal met een klok dat zich voor de kade bevindt voor de 50 jaar feier dat George Kreuz erreicht had. En van koningin Elisabeth in mei 1992 eingeweiht. Dat George Kreuz is een auszeichnung van tapperheid. Gerade für das große Passagierschiff könnte ich ein langes Gebäude mit verschiedenen farbigen Türen und Fenstern sehen. Es wurde im 18. Jahrhundert unter Großmeister Pinto erbaut. Damals befanden sich ihre Lagerraum. Heutzutage nennen wir es Valletta Wasserfront. Du findest da kleine Bars und Restaurants.